So. Kommunikationszentrum. Wo ist denn die Tür? Hier. Hä? Na, was ist denn los? Ist das keine Tür? Na ja, gut, dann nimm halt die Tür. So, ich weiß nicht, ob wir das alleine einnehmen müssen oder ob Sam uns dabei hilft. Keine Ahnung. Okay, Raketkrieger. So, unsere neue schallgedämpftes MP-Maschinengewehr. Wie auch immer. Gefällt mir auch nice. Richtig gut. Was haben wir denn da unten? Ein Sniper. Wie gut, dass es dunkel ist. Halt, nein. Bleibt noch den Berg noch. Oben. Komm schon. Muss ein bisschen alles auskundschaften. Okay. Sieht echt nicht gut aus. Da drüben. Ah, schwer gepanzerte. Hm? Und noch ein Sniper. Es werden ein Haufen Wachen sein hier. Aber kein Problem für mich. Leise rein und leise wieder raus. Gut. Alles klar, stöpseln wir Holz Telefon aus. Guter Spruch. Hallo Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Okay. Aber als erstes das ist bestimmt der stärkste Schützenlos werden. Es ist sicher verboten, hier zu sein, also wird mir die Uniform auch nicht helfen. So. Scharfschützen sind erledigt. Schon mal keine neugierigen Augen mehr, die mich sehen können. Okay. Rein mit der Spritze. Erweiterte Wahrnehmung. Los geht's. Den Bunker zu. So, ab in den Graben mit dir. Sehr nice. Das hat schon mal gut geklappt. Okay, hier findet dich keiner. Irgendjemand was bemerkt? Ich hoffe doch nicht. Hi! Bye! Sehr schön. Hier um die Ecke findet dich keiner. Schnell weiter. Oh oh. Wer hat mich da gesehen? Der. Oder? Da ist einer. Gut, zum Glück hat er mich nicht gesehen, wie ich den erstochen habe. Weiter. Wen meinen die? Die wissen doch gar nicht, dass ich da bin, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ein kleines Lager. Edelsteine. Erweiterte Wahrnehmung, falls hier noch mehr sind. Ha, da kommt einer direkt auf mich zu. Ab jetzt nur noch Viehurlaub. Guter Junge. Ciao! Das war Glück. Gut, da um die Ecke wartet zwar keine Leiche, aber wer weiß, ob er nicht da entlang gelaufen wäre, dann hätte die Leiche entdeckt. Scheiße.
Komm schon. Ja, komm. Geh nachschauen, sei neugierig. Vielleicht findest du die Waffe von deinem Kumpel. Weiter der Wahrnehmung ist gleich vorbei. Okay, ich habe ihn markiert. Dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Nur abwarten. Abwarten. Hier ist nichts. Dreh dich um. Und sterb. Gut. Auch der ist erledigt. Hier um die Ecke. Komm schon. Sehr gut. Perfekter Ort für euch. So. Jetzt mal schauen. Erweiterte Wahrnehmung. Wenn ich das Ding nicht hätte, wäre es um einiges schwieriger, hier durchzukommen. Gut. Sehr gut. Okay, ein großer. Da unten latscht noch einer rum. Da sind zwei Stück. Zeit, die zu markieren. Lass ihn nicht in den Bunker rein. So. Oh oh. Der eine findet noch eine Leiche, wenn ich mich nicht beeile. Gut. Der ist erledigt. Der hat zwar keine Leiche gefunden, aber wird Zeit, mal den Alarm auszuschalten. Hier ist ja jetzt alles frei. Die paar Gegner da oben. Das wird ein Kinderspiel. Hoffe ich. Er läuft auf den Bunker zu. Komm schon. Zwei Dicken sind mir zu arg aufeinander. Diese Türen sind aus Stahl. Sprengstoff wird schon richten. Ja, ja, das hat ja Sam schon gesagt. Jetzt, er läuft zurück. Die gucken beide nicht in diese Richtung. Wissen doch gar nicht, dass ich da bin. Ach, das ist irgendwie voll doof gemacht, dass der das die ganze Zeit rumruft. Oh oh. Lass ihn nicht in den Bunker rein. Ich komme nicht an dem Baum vorbei. Yes! Sehr schön. Oh oh. Mann, oh Mann! Fuck! Yes, zu dir! Yes! Gut. Okay, die Stahltür muss gesprengt werden, aber als erstes lege ich den noch um. Dann habe ich meine Ruhe hier. Schrei ja nicht die ganze Zeit rum, echt. So. Ich glaube, das waren alle. So, jetzt brauche ich C4. Nein, keine Minen, C4. Ja, genau. Zack. Oh Mann, nimm mal zwei. Doppelt gemoppelt hält besser. Kabo! Oh oh. Wow, das wollte ich nicht, aber ja, gut. Auch nicht schlecht. Die Tür ist noch nicht offen, oder? Ah, okay. Dann machen wir es halt mit dem. Hä? Ja. Kann man es auch machen. Aber da drin ist jetzt bestimmt alles voll. Das schaffe ich sicherlich nicht leise. Das hat ein richtiger Bums gemacht. Da sind sie schon! Hey, Freunde! Mann! Hey, du solltest dich schon umdrehen und nicht rückwärts in den Raum reinlaufen, wo der Feind hockt. Uah! Nicht doch! Oh, scheiße! Ah, heiß, 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 heiß! Schnell! Ah, Mann!
Hey, Arschloch, hier, fress Granate! Ups. Ist noch mehr. Fress meine neue LMG! Ja, natürlich. Was glaubst du, was hier so ein lauter Knall gemacht hat? Okay. Der läuft hier im Kreis. Spielen wir hier Ringe-Ringe-Rei? Anscheinend schon. Okay. Schnell weiter, schnell weiter. Und jetzt einfach rein und reinholzen. Ei! Oh, shit! Hier, Granate! Ah, heiß! Oh, scheiße! Das waren noch nicht alle. Komm schon, lad nach, Jason. Räumen wir auf! Oh, das war's. Also, wir laden mal nach. Und holzen in die nächsten rein. Zu einfach. Ich darf nicht sterben. Wow! Oh, fuck! Wow! Das war knapp. Dreckschweine! Ich bin tot! Oh! 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 Ja, heiß, heiß, heiß! Na komm schon! Drecksack! Ah, was guckt er mich denn 10 Jahre an? An seiner Stelle hätte ich geschossen. Okay, die Satellitenschüssel. Wir müssen die Satellitenschüssel sprengen. Hunde? Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Verdammt, mittlerweile ist es Tag. Ah, da ist auch einer. Den Scharfschützen habe ich wohl übersehen. Hallo? Wo ist der Drecksköter? Ah, da. Ciao. Keine Ahnung, vielleicht hat sich ja da noch daneben einer versteckt, aber nein, sieht nicht so aus. Gut. Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Ja, dann beeil dich mal. Ich schütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und okay. Alles wird wunderbar. Oh Mann, wieso mit Raketenwerfer, verdammt nochmal? Ja, Mann, genau so. So liebe ich das. Fackeln wir einfach alle ab. Komm her. Weg vom Sprengstoff. Komm schon, komm schon. Ja, ja. Ich liebe die neue LMG. Oh. Fuck. Ja, komm her, du. Fettklops. Fress schön, mach den Mund auf. Ach, weißt du was? Fress eine Granate hier. Jawohl, so muss das sein. Fuck. Hup. Schrauber, ich hoffe, das ist Sam. Komm schon. Ich glaube nicht. Es sieht Verstärkung aus. Na gut. Kämpfen gegen den Heli. Das ist Sam. Okay. Ja. Bitteschön! Wow! Wow, wow, wow! Nein! Nichts wie weg! Glück gehabt! Logisch, der gehört mir! Macht's gut, ihr Loser! Und... Boom! Also, ich kann nicht zum Flugfeld zurück mit dir hier drin. Wird schon gut gehen. Ich springe einfach raus. Mit dem Wingsuit.
Lager. Da wird es wieder lustig. Na dann los. 1, 2, 3, spring! Spring! Oh Mann. Jason. Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Hoyt? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Rakyat-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. Ha. Aber kann man's auch machen. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ah, Hoyts Basis. Das bedeutet, hier ist der Stützpunkt, den ich vorher eingenommen habe. Irgendwo in der Nähe. Ab. Sehr nice. Okay, was haben wir denn hier? Eine Rakyat-Prüfung. Ja, hier ist ein Stützpunkt, den ich schon eingenommen habe. Gut. Boah, so zum Zeitvertreib würde ich sagen, mache ich mal eine Rakyat-Prüfung. Wütende Waffen. Alles klar. Dann geht's los. Töte so viele Feinde wie möglich. Nach jedem Kill wechselt die Waffe. Oh yeah. Nice, okay. Vielleicht kann ich auch ein paar heimliche Kills machen. Nein! Tschüss! Oh, da sind auch noch zwei. Heimliche Kills geben natürlich mehr Punkte. Nice, da drüben sind schon wieder welche. Das war nicht so gut. Scheiße. Okay, jetzt bin ich entdeckt worden. Ein bisschen Zeit. Ein bisschen Rad. Boah, Alter, was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, was ist das denn für Waffen? Ja, das ist eine Waffe. Ach, jetzt gehen wir wieder rückwärts. Okay. Dann mache ich erstmal so. Und so. Und so. Yeah. Bomben. Headshot. Bye bye. Und tschüss. Und tschüss. Okay. Ja, komm her. Ach, dann flieg halt in die Luft. Wen nennst du, ihr Arschloch? Wo bist du? Aber... Ja, hier, ich metzle euch alle nieder. Haha, Bogen. Sehr geil. Wo? Wo seid ihr? Nein, hallo, die Zeit läuft ab. Wo seid ihr? Ah, Zeitbonus. Danke. Und da oben auch. Danke. Jetzt schön ins Gesicht! Komm her! Oh, wieder Pistole. Jetzt fangen wir wieder von Anfang an. Okay. Aber als erstes, ein bisschen Zeitbonus. Ah, dann ein Schild. Ich meine hier ein Fass kaputt machen. Mit der Pumpgun nochmal reinholzen. Ja. Zack. Und zack. Oh ja. Also den muss ich ja mit. Oh, Alter! Das wird ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr feierlich hier. Okay. Woo! Noch mehr Zeit. So muss das sein. Ach, komm runter. Ich meine, komm hoch. Kämpf wie ein Mann. Nicht wie eine feige Memme. Yeah! Okay, nächste Waffe. Alter, das ist ja richtig cool hier. Nächster! Ihr wollt auch noch? Erstmal noch ein bisschen Zeit. Und dann ein paar Löcher in den Kopf. Habe ich auch eine Granate? Nein, habe ich nicht. Ohne Granate besiegen ist schon schwieriger. Vor allem mit der Waffe hier. Ja, jetzt stirbt doch endlich! Oh, fuck! Komm schon! Hey, da oben ist noch Zeit. Ich treffe die Zeit nicht!
fuck! Oh, Glück gehabt. Jawoll! Jawoll! 670. Na komm schon! Ja, okay, wieder Bogen. Ja, Mann, nice! Was? 400 Punkte musste man nur erreichen. Ich habe gleich mal 685. So muss das abgehen. Wieder mal so ein bisschen, klein bisschen Action gehabt. Gut. Dann weiter im Text. So, schön steht wieder Zockstation auf dem Stein. Okay. Gut. Wo sind wir denn jetzt ganz genau? Und wo müssen wir jetzt wieder hin? Müssen wir wieder zu Hoyt? Ja, wir müssen wieder zu Hoyt. Wir sind aber ganz in der Nähe des nächsten Funkturms und der anderen Nordkuppe. Da würde ich gerne noch kurz hinheizen mit dem Auto, das einnehmen, damit ich hier dann auch alles befreit habe. Und dann könnte ich mich eigentlich auch runterarbeiten. Dann werden die nächsten Parts jetzt nur noch leise Einnahme von Camps und natürlich auch Funktürme. Und dann widme ich mich ganz der Hauptstory, sobald ich das geschafft habe. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt im nächsten Part dann Hoyt töten. Bin ich echt gespannt. Ich brauche ein Auto. Da kommt ja schon eins. Hey, Kollegen, was geht? Raus aus dem Auto. Los. Ich möchte damit fahren. Wie gut, dass ihr Verständnis dafür habt. Kauft euch ein neues. Ciao. Okay, wo wollten wir hin? Ich glaube, wir fahren schon richtig. Yep, wir wollten hier hin. Alles klar. Los geht's. Dann nehmen wir jetzt noch dieses Camp ein. Holen den Funkturm. Und dann mal schauen, ob ich noch die anderen Camps einnehme. So. Nach Gefühl mache ich das jetzt, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Vielleicht. Es interessiert mich halt jetzt schon, ob das klappt, heute umzulegen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das geht schief. So leicht lässt sich der nicht killen. Habe ich so das Gefühl. Okay, wo ist denn. Boah. Vorsicht! Da oben ist der Funkturm. Dann fahre ich doch eher zum Funkturm, bevor ich da runtergehe, weil da unten ist erst das Camp. Ja, also dann nehme ich erst den Funkturm ein und dann seile ich mich runter zum Camp. Die Straße führt direkt zum Funkturm. Dann kann ich auch vom Funkturm aus runterspringen. Geeignet. Schauen, was für neue Waffen wir dann kriegen. So. Warum schleppe ich eigentlich einen Raketenwerfer mit mir rum? Ach stimmt, von der letzten Mission aus. Oh. Aha. Ich höre was. Da. Wieder eine Skulptur, ein Relikt. Taucherfahrung. Oh, 12 von 120 gefunden. Oh, das dauert ja noch ewig. Gut. Dann geht's jetzt wieder los, die Kletterei. Nach oben. Gott im Himmel. Zum wahren Leben würde ich hier nicht so rumklettern. Muss ich sagen. Leckt mich, ihr Einheimischen! Klettert doch selber die Funktürme nach oben. Da kaufe ich lieber meine Waffen. Auf der Insel ist sowieso genug zu finden. Was man verkaufen kann. Sei es Goldketten. Oder Muschelketten oder sowas. Oha, oha. Okay. Okay. Das ist ein Witz, oder? Okay, doch nicht. Ja, geschafft. Da ist die Leiter. Ab nach oben. Dann fehlt uns nur noch ein Funkturm und dann haben wir alle. Wo ist die Kiste? Die nehme ich natürlich mit. Gut.
dieser Insel befreit. So. Holen wir den mal wieder um. Und schauen, was es hier gibt. Aha. Sieht aus wie so eine kleine Ranch. Wieder Hütten verlassen. Und die Höhle, die haben wir ja schon erkundet.